Dass Naumburg eine Lutherstadt ist, beweist sich am 20. Mai auf dem Marktplatz in Naumburg, wenn es heißt Schach dem Luther. Auf einem 225 Quadratmeter großen Schachfeld stehen sich kostümierte Laiendarsteller gegenüber. Historische katholische Figuren als schwarze, ihre protestantischen Herausforderer als weiße Figuren. Zug für Zug wird dann die Reformationsgeschichte lebendig werden. Gespielt wird allerdings eine berühmte Schachpartie aus der Zeit des Kalten Krieges zwischen Boris Spassky und Bobby Fischer aus dem Jahr 1972. Und auch Quervermerke aus der heutigen Zeit dürfen natürlich nicht fehlen, zum Beispiel der Brexit. Und natürlich achten zwei Naumburger Schachkreismeister darüber, dass das Spiel nicht ungeahnte Züge annimmt. Dirk Heinicke, der am 20. Mai die Schachpartie moderieren wird, hat uns im Interview erklärt, was Luther und Schach gemeinsam haben. Also das liegt ziemlich nah. Erstens ist Schach ein königliches Spiel und Luther ist der König der Reformation, wenn man es so nehmen möchte. Der Meister, der Großmeister, und auch Großmeister und Meister passt natürlich zu Schach. Und das Allerwichtigste ist, Schach, da geht es Zug um Zug. Macht der eine einen Zug, gibt es einen Gegenzug. Und die Reformation, die ist genauso gelaufen.